Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu SAK TV Markt. Barrierefreies Wohnen ist besonders für ältere Menschen oder für Menschen mit körperlichen Einschränkungen sehr wichtig, denn die Gestaltung des Badezimmers ohne Hindernisse und Stolperfallen spielt dabei eine zentrale Rolle. Darauf weist jetzt auch Kermi hin. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an barrierefreien Duschlösungen an. Jetzt gibt es wieder das Förderprogramm KfW 455b der Kreditanstalt für Wiederaufbau, das unter anderem den barrierefreien Umbau des Badezimmers unterstützt. Die Förderung umfasst verschiedene Maßnahmen, zu denen die Umsetzung eines barrierefreien Duschbereichs gehört. Die Verbinder der FIGA Rohrleitungssysteme Megapress und Megapress S sind dank ihrer werkseitigen äußeren Zink-Nickel-Beschichtung gut für den Einsatz in Kalt- und Kühlwassersystemen geeignet. Durch diese Beschichtung entfällt die Notwendigkeit eines zusätzlichen Korrosionsschutzes, sofern die Installation fachgerecht gedämmt ist und zuvor ein Korrosionsschutzsystem nach DIN EN ISO 12944 vereinbart wurde. Dies bedeutet, dass bei der Verwendung von Megapress und Megapress S Pressverbindern in Kombination mit industriell korrosionsgeschützten Stahlrohren der Aufwand für einen nachträglichen Korrosionsschutz entfällt. Diese innovative Lösung spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch die Installationskosten. Dadurch wird die Installation in Verbindung mit der kalten Pressverbindungstechnik deutlich wirtschaftlicher. Das Produktionswerk am Stammsitz der Hansgrohe Group in Schiltach im Schwarzwald, das Axor Center for Excellence, wurde im vergangenen Jahr modernisiert und zum 30. Geburtstag der Designmarke erstmals einer Gruppe nationaler und internationaler Journalistinnen und Journalisten präsentiert. In Summe investierte die Hansgrohe SE von 2020 bis 2022 12 Millionen Euro in die Produktionsstätte seiner Designmarke Axor. Damit setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort. Ab dem Sommer diesen Jahres und passend zum 30. Jubiläum der Designmarke wird das neue Axor Center for Excellence in Schiltach fertiggestellt sein. Ja, liebe Zuschauer, das war's auch schon für diese Woche mit der Marktsendung. Morgen geht's hier mit mir und den Nachrichten weiter. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.